Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. In der letzten Folge haben wir ja unsere Ware hier abgeliefert in Helsingborg. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier irgendwo was finden, wo wir nächtigen können. Hier zum Beispiel. Weil das ist jetzt das Erste, was wir machen werden. Feststellbremse ist angezogen. Das kriegen wir aber noch behoben. Hoppala. Aber da zieht es natürlich ordentlich durch. Ich weiß gerade gar nicht auswendig, was für ein Motor da drin hat, aber keinen ganz kleinen. Oh, wird sogar grün. Ist aber nett. So. So leer können wir problemlos im 6. anfahren. So. Ziel erreicht. Fahren wir hier gerade mal auf den Parkplatz und halten ein Nickerchen. So. Handbremse an, Licht aus, Motor aus. Und gute Nacht. So, oh ne, der ist noch da. Ich dachte gerade, der wäre weg. So, Molly M. hat Geld verdient. Ich habe gerade nicht gesehen, wie viel. Jetzt schauen wir aber erstmal, was der Frachtmarkt denn so hergibt. Wir sind in Helsingborg. Gabelstapler nach Manchester. Nach Dresden oder nach Herning. Da könnten wir auch hinfahren. Wobei 39 ist pro Kilometer, das ist natürlich schon ein Wort. Ich glaube, das nehmen wir. Als Navi-Ziel einstellen. So. Licht machen wir mal an. Handbremse lösen wir. Ich habe sogar zwei Rückwärtsgänge. Nein, nein, nicht Motor abstellen. Da kommt was, aber das ist weit genug weg. So. Da ist, soweit ich das sehen kann, alles frei. Die Ampel funktioniert, die ist grün, das passt. Jetzt ist sie nicht mehr grün, aber... Oh, wir haben eine Arbeitsagentur entdeckt. Hier müssen wir geradeaus. Skanska. Da, das ist unser Ziel. Ja, sehr schön. So, oh, ein schönes altes... Ne, es wird renoviert, das Gebäude. Oder neu gebaut oder erweitert. Es wird neu gebaut, genau. So, was müssen wir denn da eigentlich abholen? Ah, Gabelstapler, okay. Wo habt ihr sie denn hingelegt? Dort. Dort stehen sie. Oh, Kollege ist am Arbeiten in der Nacht. Was da wohl die Berufsgenossenschaft so sagt. Wobei Nachtarbeit ist ja generell erlaubt. Schon richtig.
Oh. Der sitzt da rum. So. Passt. Aufsatteln. So. Drei Gabelstapler. Gut. Und dann, was wiegt denn das Ganze? 11 Tonnen. Okay, das geht. So, einmal hier ums Eck. Möglichst ohne das Tor oder den Zaun da abzureißen. Da ist frei, da ist frei. So, hier müssen wir nach links. Quark, nach rechts, aber nach links gucken. Ob da was kommt. Stunden Fahrzeit. Das ist ein Wort. 1200 Kilometer, das heißt tanken müssen wir nicht, weil wir noch irgendwas über 2000 Kilometer fahren können. So. Da kommt auch nichts. Und einmal ums Eck. So. Da geht's wieder auf die Autobahn, auf die E6. Und jetzt. Jetzt muss er ziehen. Hier ist heute übrigens alles total verschneit. Also heute ist Samstag, wenn ich die Folge aufnehme. Tiefster Winter und eisig kalt und im Norden weiter, also weiter oben im Norden, habe ich schon mitgekriegt, ist richtig Eisregen. Das ist natürlich ganz übel. Dann lieber tief verschneit. Weil bei Eisregen fahren zu müssen, das ist nicht schön. Sollte man, wenn es irgendwie geht, wirklich vermeiden, weil es wird dann dermaßen spiegelglatt. Da kann man teilweise nicht mal wirklich, nicht mal laufen. Und da soll man da Auto fahren. Das ist nicht wirklich gut. Vor ein paar Jahren mal erlebt, dass es auch Eisregen kam. Ich musste dann auch weg, allerdings glücklicherweise auch eine Strecke, die ich laufen konnte. Die ich letztendlich dann auch gelaufen bin, weil da war das Auto ja, von einem gut halben Zentimeter, also 5-6 mm Eisschicht überzogen. Keine Chance, die irgendwie vernünftig abzukriegen. Also bekamen die Türen gar nicht auf. Laufen war da zwar auch nicht einfach, weil es halt wirklich unglaublich glatt war, aber es ging. Und dann bin ich halt, über was waren es, knapper Kilometer bin ich halt gelaufen. Ich meine, ich bin die Strecke meistens eh gelaufen. Außer das Wetter war halt mies, dann bin ich knapp einen Kilometer auch mal gefahren. Geradeaus. Oh, so geht's auch. Und damals, wo ich noch das Pferd hatte, da habe ich dann morgens immer die Pferde gefüttert.
unter der Woche auf dem Weg zur Arbeit, klar, mit dem Auto. Es lag auf dem Weg, war dann nur ein kleiner Abstecher. Und Wochenends dann halt meistens zu Fuß hin. Die 800 bis 1000 Meter. War dann ein netter Morgenspaziergang. Gern dann nochmal vor dem Frühstück. Oh, eine Mautstation. Wir hätten wahrscheinlich geschickterweise eine von denen ohne elf Tonnen sind nicht viel, muss ich feststellen. Der zieht das so weg. Ich weiß echt nicht mehr, was für einen Motor wir da eingebaut haben, aber es war einer der stärkeren. Ich kenne mich ja, ich mag es dann auch nicht so, wenn man wegen jeder kleinen Steigung in den niedrigsten Gänge runterschalten muss. Einfach weil der Motor halt nicht stark genug ist. Da landet ein Flugzeug. Cool. Das kenne ich von meinem Volvo Diesel damals. Also ich hatte damals einen Volvo 240 Kombi Diesel mit 80 PS. Sechszylinder-Diesel. Der war auch nicht wirklich durchzugsstark. Und gerade wenn man dann auf der Autobahn unterwegs war, dann war das wirklich absolut ätzend, wenn man bergab, wo man Schwung holen musste, Leute vor sich hatte, die ja getrödelt haben und dann zur Seite ging, wenn es bergauf ging, und dann musste man auch wieder rüber, weil man einfach nicht den Schwung hatte, den man gebraucht hätte. Ich glaube, wir bleiben in der Mitte. Wenn ich es richtig sehe, biege ich nämlich die linke, die rechte Spur da ab, genau. Richtig gesehen. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Ich meine, von den 27 Stunden Fahrzeit ist natürlich eine Menge Fähre dabei. Mit etwas Glück kommen wir dann noch komplett ohne weitere Pause durch. Weil auf der Fähre sind wir dann ausgeschlafen, oder nach der Fähre sind wir dann ausgeschlafen. Können dann natürlich gleich wieder weiterfahren. Und dank dem gigantischen Tank, den der Duffy hat, können dann die Motoren auch überhitzen hier im Spiel. Man, er zeigt mir hier ja Temperatur von Öl und Wasser an. Sorry. Schaden 1%. Das ist nicht gut. Das kostet. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Die guten Gabelstapler kaputt gemacht. Oder den Anhänger zumindest. Der gehört ja auch nicht mir. Soll ja demnächst auch noch ein neuer LKW-Simulator rauskommen. Startet dann irgendwann jetzt dieses Jahr die Beta. Ich bin mal gespannt. Ich habe auch mal angefragt, ob ich die auch mitspielen oder mit zeigen darf. Antwort steht noch aus. Wäre natürlich super, wenn das klappt. Aber da muss ich mich dann halt auch jetzt erstmal überraschen lassen.
Mautstation. Und wir waren natürlich zu schnell. Teure Mautstation, wird eine teure Fahrt. Zu schnell. Runterschalten wollte ich. So. Zu schnell, Unfall. So kommen wir auf keinen grünen Zweig. Wir haben 39.000. Ich weiß gar nicht, hatten wir einen Kredit aufgenommen für den DAF? Und das ist hier die Frage. Ah, das ist ein großer Windpark. Sonntagmorgen 2 Uhr und wir fahren über eine Brücke. Ein schönes Bild. Hoppala. Ja. Wir fahren ein wenig Slalom. So, ah, Rückenwind, das ist gut. Dann kann schon zumindest mal nichts von der Seite pusten, wenn er von hinten kommt. Wir sind immer noch gut ausgeschlafen. Bin mal gespannt, wann die Fähre kommt. Gerade gar nicht so den Überblick, wo wir hier eigentlich sind. Odense, Odense? Hä? Die Richtung sind wir doch eben auch schon gefahren, oder? Manchester, genau. Odense Zoo. Sollen wir einen Abstecher in den Zoo machen? Da ist ein Fragezeichen. Das wäre natürlich je nachdem nicht uninteressant. Ach so, hier ist aber auch so, da hinten ist die Ausfahrt. Nee, das ist mir jetzt doch zu weit von der Ausfahrt weg. Vielleicht haben wir mal eine Lieferung nach Odense und können das dann mitnehmen. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Dann. Wir brauchen ja momentan noch nicht wirklich viel. Wir haben. Die wichtigsten Händler haben wir, glaube ich, soweit alle. Oder Händlerarten. Arbeitsagenturen haben wir. Wir haben noch eine zweite Spedition. Oder ein zweites Speditionsgebäude. Mit dem wir. Das wir erstmal ausbauen und füllen müssen. Von daher sind wir eigentlich ziemlich wunschlos glücklich. Würde ich mal so sagen. Fast wunschlos. Wir könnten ein bisschen weniger Schaden am Anhänger haben. Das eine Prozent dürfte wieder ein paar tausend Euro Abzug geben, fürchte ich. In der heutigen Folge werden wir es nicht mehr erfahren. Die endet nämlich gleich. Aber in einer der nächsten dann. Colding, 3 Kilometer. Station? Nein. Die Brücke kostet nichts. Das ist schon mal gut.
Wir müssen weiter geradeaus. Hoffe ich. Sieht aber gut aus. Durchschnittlich 35,6 Liter auf 100 Kilometer. Das geht eigentlich. Schauen wir mal, ob wir es noch was weiter runterkriegen. Oh, da müssen wir abbiegen, sehe ich gerade. Gut. Dann halten wir uns jetzt rechts. Und fahren weiter in Richtung Esbjerg. Schauen wir mal, wie es dort aussieht. Er klingt wirklich gut, der DAF, muss ich sagen. Gefällt mir. Wir haben noch 6 Stunden Zeit bis zur nächsten Pause. Das sieht gut aus. Unsere Pause werden wir aber jetzt nicht machen. Ich werde jetzt nämlich hier den Cut machen. Deswegen sage ich schon mal vielen Dank fürs Mitfahren. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch übermorgen wieder mit dabei, wenn wir unsere Ware, unsere Gabelstapler weiter Richtung Manchester transportieren. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.